bittere Ankunft. Auf beiden Seiten ist es wohl ein zwiespältiges Verhältnis. Der berühmte Schriftsteller Leonard Frank liebt seine mainfränkische Heimatstadt, wie er die Menschen liebt. Gleichzeitig hasst er Kleingeistigkeit, Gewalt und Krieg. Frank ging aus Würzburg weg und kehrte wieder, um dann die Stadt bald wieder zu verlassen. Er hat sich wohl nie mehr richtig wohlgefühlt in Würzburg nach seinem ersten Weggang. Wodurch seine großartigen Vorkriegsromane Die Räuberbande und das Ochsenfurter Männerquartett in dieser Stadt spielen. Und bei seiner Rückkehr ehrt und schmäht ihn die Stadt zugleich. Anfang Oktober 1950 verlässt Frank nach 17-jährigem Exil die USA in Richtung Deutschland. Er ist erschüttert über die Zerstörungen seiner Heimatstadt. Auf einer Rundfahrt durch die Ruinen, zusammen mit dem damaligen Oberbürgermeister Dr. Stadelmeier in dessen Auto, verstummt er angesichts der entsetzlichen Wirklichkeit. Tränen stehen ihm in den Augen. Er bezeichnet das architektonische Kleinod als unwiederbringlich zerstört. Die Stadt möchte ihren Heimkehrer offiziell mit einem Bankett ehren. Prominente Bürger hatten sich jedoch über seinen Roman Die Jünger Jesu entrüstet. In diesem habe er, so heißt es, seiner Heimatstadt mit der Behauptung verunglimpft, Juden seien auf dem Marktplatz erschlagen worden. Das Bankett findet nie statt, berichtet seine zweite Frau Charlotte Frank in ihren Memoiren und schreibt, wir wollten bald weiter nach München. Die Fahrt verzögerte sich jedoch um einige Wochen. Ich bekam eine Grippe mit hohem Fieber. Der Oktober 1950 war nasskalt, das Hotel zugig, der Wirt unfreundlich. Immerhin trifft sich Frank vor seiner Abreise mit seiner Räuberbande, den Vorbildern für seinen gleichnamigen Erfolgsroman. Es wird ein Zechgelage der alten Jugendfreunde, die ihn in Old Shatterhand der Geschichte, wie früher hatte, nennen. Im Laufe des Abends werden am großen runden Tisch des Bürgerspitals viele Boxfolgen geleert. Frank spricht fränkischen Dialekt. Und bis nach Mitternacht singen sie das Räuberlied. Obwohl Frank schon in den 20er Jahren zu einem nationalen und international anerkannten Schriftsteller annoncierte, fand seine Heimat nie den richtigen Zugang zu ihm. Dennoch, anlässlich seines 70. Geburtstags lädt die Stadt den berühmten Sohn zu einer Autorenlesung ein. Frank bekommt am 5. September 1952 die silberne Stadtplakette sowie einen Korb mit Escherndorfer Lump, seinem Lieblingswein, vom Oberbürgermeister Stadelmeier überreicht. Auf Anregung von Stadelmeier setzt der Theaterintendant im Herbst 1952 noch im alten Haus des Stadttheaters Franks Kriegsheimkehrer-Tragödie Karl und Anna in eine Neuinszenierung auf den Spielplan. In dem Stück nimmt der Kriegsheimkehrer Karl sich die Frau seines ehemaligen mitgefangenen Kameraden Richard zu Geliebten. Unerwartet kommt Richard aus dem sowjetischen Gefangenlager zurück. Anna will ihn nicht mehr. Sie ist mit Karl schwanger. So werden in dem Drama die schicksalhaften Folgen des Kriegs sichtbar. Doch das Stück stößt bei den Würzburgern auf Ablehnung. Die Premiere findet am 5. November 1952 in Anwesenheit des Autors im Stadttheater statt. Die Mainpost bezeichnet es als, Zitat, Reportage eines Kaffeehausliteraten. Zitat Ende. Und in Frank, noch einmal Zitat, einen Verfechter einer leichtfertigen Moral.